Herr Wolfgang Vogelsänger, Sie sind Schulleiter in Deutschland und haben für Ihre Schule 2011 den Schulpreis erhalten. Was macht für Sie eine Schule zukunftsfähig? Eine Schule ist dann zukunftsfähig, wenn die Kinder, die aus dieser Schule herauskommen, in der Zukunft leben können. Das heißt, wenn sie die Gesellschaft gestalten können, wenn sie selbstbewusst sind, wenn sie gesund sind, wenn sie im Team arbeiten können, wenn sie offen sind für das, was die Zukunft bringt, weil heute kein Mensch sagen kann, wie die Gesellschaft in 50 Jahren aussehen wird, was man da können muss, welche Fähigkeiten man haben muss. Aber diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, denke ich, die werden auch in 100 Jahren noch wichtig sein, dass die Menschen zusammenarbeiten und im Team arbeiten können. Wie muss eine Schule organisiert sein, damit das bewerkstelligt wird? Ja, unsere Schule ist so organisiert, dass alle Menschen, die in dieser Schule arbeiten, das sind immerhin 1500 Kinder und 150 Lehrer und Mensa-Personal und so weiter, also 200 Erwachsene etwa, dass die alle in Teams arbeiten und alle in Teams so eingebunden sind, dass sie in diesen Teams auch entscheiden können, dass sie Verantwortung in ihrem Bereich übernehmen und dass sie entscheiden können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur von den Kindern erwartet, dass die Gruppenarbeit können und in Teams arbeiten sollen, sondern dass die Lehrer das auch machen und die anderen Erwachsenen. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre der Verantwortung und auch eine Lust am eigenen Arbeitsplatz und eine Motivation, in diese Schule zu gehen, weil man eben wirklich etwas verändern kann und gestalten kann, dass man nicht nur immer versucht, gegen das, was der Schulleiter sagt, irgendwie drumherum zu kommen und sich dagegen zu wehren oder der Schulleiter sich dagegen wehrt, was von oben kommt. Also, dass alle wirklich gut in Teams arbeiten und dann wird eine Schule erfolgreich sein. Nun sind die wenigsten Schulen so organisiert wie Ihre. An was liegt das Ihrer Meinung nach? Ich glaube, das liegt an Vorstellungen, die aus der eigenen Schülerzeit noch kommen. Man hat Schule so kennengelernt und es gibt ja nichts Schlimmeres, als Kindern beim Schulespielen zuzugucken. Dann kriege ich ja immer den dicken Hals, wenn Kinder Schule spielen. Das ist sowas Fürchterliches. Der Lehrer ist dann der Dompteur, der schlechte Zensuren vergibt und straft und böse mit den Kindern ist, wenn sie irgendwas nicht kennen. Und diese Vorstellungen, die werden perpetuiert, die werden einfach weitergeführt. Und da muss man ein paar Schritte zurücktreten und sich überlegen, was soll Schule denn eigentlich, und nicht mehr die Fächer in den Mittelpunkt nehmen, nicht mehr die Zensuren, die Abschlussprüfungen, irgendwelche Berichtszeugnisse oder sowas, sondern man muss das Kind in den Mittelpunkt nehmen, was ist für dieses einzelne Kind gut, und dann wird man schnell feststellen, dass man nicht eine Schule für alle Kinder machen kann, sondern man muss eigentlich für jedes Kind eine eigene Schule anbieten oder Wege, sich zu entwickeln, in dieser Schule anbieten, und dann wird es eine gute Schule. Wenn Kinder aus der Schule rauskommen, die nicht das Gefühl haben, ich habe was gelernt, ich kann etwas, dann ist das die falsche Schule gewesen. Die Schule muss sich an die Kinder anpassen und nicht umgekehrt.